LZB-Einführung. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TrainSimWorld 3. Heute werden wir mal ein wenig LZB lernen, wie das alles so funktioniert bei einem ICE3. Und mal schauen, was. In diesem Trainingsmodul werden Sie auf der echten Eisenbahn unterwegs sein und etwas über das LZB-Zugsicherungssystem lernen. Die LZB, oder auch linienförmige Zugbeeinflussung genannt, wird auf Strecken benötigt, die eine Höchstgeschwindigkeit über 160 km pro Stunde zulassen, da die Bremswege zu lang sind für den normalen Signalbetrieb. Ja, und das werden wir heute trainieren und üben. Dieser Zug wurde bereits aufgerüstet und vorbereitet. Aber bevor Sie abfahren, müssen Sie sicherstellen, dass das LZB-Zugsicherungssystem und die AFB eingeschaltet sind. Ja, das ist selbstverständlich. Die Schalter für die Zugsicherungssysteme sind im Schaltschrank. Um die LZB zu aktivieren, gehen Sie zum Schaltschrank und stellen Sie den LZB-Isolationsschalter in die benötigte Stellung. Ja, das werden wir tun. Zack. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Natürlich, sonst können wir ja nicht fahren. Logischerweise. Aktivieren Sie die automatische Fahr- und Bremssteuerung AFB am linken Multifunktions. So. Stellen Sie die AFB auf 60 km pro Stunde mit Hilfe des V-Sollstellers und schalten Sie an. So, dann sind wir eigentlich bereit loszufahren und unser Training hier zu beginnen. Da Sie sich bereits in einem LZB-Bereich befinden, zeigt der Leuchtmelder Ü im Führerstand und in der Blickfeldanzeige an, dass sich der Zug unter aktiver LZB-Überwachung befindet. Ja, es gibt zwei primäre Komponenten der LZB im Führerstand. Die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit wird auf der Geschwindigkeitsanzeige mit einem kleinen roten Dreieck angezeigt und in der Blickfeldanzeige mit einer blauen Markierung. Die derzeitige maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit ist 250 km pro Stunde. Der Abstand zur nächsten Änderung wird links vom Geschwindigkeitsmesser mit Hilfe einer gelben Leiste und einer Nummer angezeigt, welche den Abstand in Metern angibt. In der Blickfeldanzeige wird dies in 100 Metern angezeigt, also bedeutet eine 97 9700 Meter oder 9,7 Kilometer. Unter dem Geschwindigkeitsmesser wird die nächste maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Ja, sehr schön, wie das hier alles so beschrieben wird. Bewegen Sie den AFB-V-Sollsteller vollständig nach vorne auf die Maximaleinstellung von 330 km pro Stunde. Sie werden feststellen, dass die LZB ihre eigene Höchstgeschwindigkeit festgelegt hat und mit Hilfe der AFB sicherstellen wird, dass die LZB-Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird. Ja, dann wollen wir das mal tun. Der LZB-Abstandszähler zählt nun runter und die Nummer unterhalb der Geschwindigkeitsanzeige ist 0. Dies bedeutet, dass Sie sich einem Halt nähern. Bald werden Sie feststellen, dass die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit abnimmt und der Zug automatisch verlangsamt. Dies wird so lange passieren, bis der Zug ohne Ihr Eingreifen zum Stehen gekommen ist. Jedoch sollten Sie aufmerksam bleiben und per Hand mehr Bremskraft anwenden, wenn Sie denken, dass dies nötig ist, um innerhalb der maximal zugelassenen Höchstgeschwindigkeit zu bleiben. Ja, dann wollen wir das Überwachen Sie das Verhalten des Zuges, da die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit reduziert wird. Die automatischen Systeme sollten sich normalerweise selbst darum kümmern, aber der Fahrer bleibt trotzdem in der Verantwortung. Das ist schon ganz wichtig, was uns da erzählt wird. Ein bisschen Leistung ausschalten hier.
ich ja mal gespannt, ob wir jetzt 3,30 fahren können. Oder 2, wann haben wir da? 2,80? Nicht ganz, 2,50. So, was passiert jetzt? Der Leuchtmelder G leuchtet in der Blickfeldanzeige und auf der Zuganzeige auf. Dies bedeutet, dass der Zug verlangsamt werden muss. Mit angeschalteter AFB geschieht dies automatisch. Haben Sie die AFB jedoch nicht angeschaltet, liegt es in Ihrer Verantwortung, den Zug zu verlangsamen. Also noch sehe ich kein G. Tut mir leid. Sobald der Leuchtmelder G anfängt zu blinken, bedeutet es, dass Sie zu schnell sind und eine Zwangsbremsung erwarten können. Bremsen Sie in diesem Falle stärker, um unter die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Also ich weiß ja nicht, was der da erzählt, aber ich sehe kein G. Und wir werden auch nicht verlangsamt. Jetzt! Jetzt verlangsamt der Zug. Seht ihr es? Jetzt, da wir die AFB eingeschaltet haben, wird der Zug automatisch verlangsamt. Sie werden ein Signal sehen, welches keinerlei Lichtaspekte anzeigt. Dies wird Dunkelschaltung genannt. Signale werden gedunkelt, wenn sich ein Zug im Bereich befindet, den sie schützen. Unter traditionellen Signalsystemen würde dieses Signal rot zeigen und sie daran hindern, weiterzufahren, bis der vorherfahrende Zug den Abschnitt verlassen hat. Aber unter LZB-Überwachung können Sie sich auf weiterentwickelte Systeme verlassen und in den Abschnitt weiterfahren. Da die LZB Sie zu einem Halt zwingen wird, sollte dies nötig werden. Aha. Ist echt mal interessant, das alles so zu erfahren. Von einem Experten würde ich fast sagen. Kann man so weit gehen? Experten? Keine Ahnung. Dies ist das Hauptsignal, welches genau wie das vorhergehende Vorsignal keinen Lichtaspekt anzeigt. Sie fahren nun in einem belegten Block ein und Sie werden sich weiterhin auf die LZB verlassen, die Sie anhalten wird. Aha, bin ich ja mal gespannt. Also in 1,3 Kilometer haben wir rot. Das heißt, wir werden jetzt gleich zum Stehen kommen. Wenn die LZB macht, was sie soll.
Aber es scheint der Fall zu sein, dass wir jetzt angehalten werden. Mittels der EZB. Und wie gesagt, das geht nur, wenn die AfB auch eingeschaltet ist. Das habt ihr ja vorhin schon gehört. Ist die AfB nicht eingeschaltet, müssen wir selber bremsen. Ist die AfB eingeschaltet, greift die EZB ein und zwingt uns quasi zum Stoppen, zum Anhalten, wenn der vorausliegende Block belegt ist. Und dies ist jetzt der Fall. Da Sie nun anhalten, halten Sie die Augen offen nach einem weißen Schild auf der rechten Seite der Strecke. Es hat eine Nummer. Auf dieser Strecke teilt die LZB große Blöcke in viel kleinere Blöcke auf und das zeigt sich in diesen weißen Schildern auf der rechten Seite. Dies ist ein LZB-Blockschild und es ist genau dieses Schild, welches Ihrem Zug derzeit nicht erlaubt, weiterzufahren. Aha, das wusste ich auch noch nicht. Also diese weißen Schilder, die da jetzt kommen, darunter steht eine Null. Das bedeutet, dass wir in diesem Block 311 anscheinend nicht weiterfahren dürfen. Also erstmal stoppen müssen. So habe ich das jetzt verstanden. Sie sind nun zum Stehen gekommen. Der Zug vor uns hat sich bereits in Bewegung gesetzt. Also wird die LZB dies jeden Moment erkennen und die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit wird hochgehen, sodass Sie sich wieder in Bewegung setzen können. Mhm. Das weiße Schild mit dem X-ähnlichen Symbol bedeutet, dass dies ein Vorsignal ist und Sie darauf hinweist, dass das nächste Hauptsignal einen bereits belegten Block schützt. Deshalb sind dieses und das nächste Signal dunkel. Behalten Sie den Fortschritt im Auge, während der Zug anhält. Ja, fährt er jetzt alleine los oder muss ich jetzt was tun? Normalerweise fährt er von selber wieder los. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ich muss selber nachhelfen. Komisch. Naja, warum das so ist, kann ich euch leider nicht sagen. So, gleich haben wir wieder rot.
Sie fahren nun entlang der Strecke nach Würzburg. Ein paar Kilometer außerhalb von Würzburg müssen Sie den Zug in den Bahnhof einfahren. Überwachen Sie erst einmal den Zug, während dieser durch die verschiedenen Geschwindigkeiten navigiert, während Sie einem Zug folgen. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Wie unser Zug von ganz alleine arbeitet. Interessant, interessant alles. So, wir werden wieder gebremst und wieder gebremst und dann werden wir wieder beschleunigt. Jetzt werden wir wieder volle Möhre beschleunigt. Komisch. Gespannt, wie das endet. Sind wir gleich 230. Jetzt haben wir wieder gebremst. So, nun.
Was passiert als nächstes? Bald wird der Endeleuchtmelder in der Blickfeldanzeige und im Führerstand anfangen zu blinken. Sobald dies geschieht, haben Sie 10 Sekunden Zeit, darauf zu reagieren. Sie müssen den Kipptaster PZB frei betätigen. Tun Sie dies nicht, wird der Zug automatisch auf 0 km pro Stunde herunterbremsen. Allerdings können Sie jederzeit PZB frei drücken, um die Kontrolle über den Zug zurückzuerhalten. Der blinkende Endeleuchtmelder weist darauf hin, dass die LZB-Überwachung bald endet und es ist daher unabdingbar, dass der Lokführer bestätigt, dass er die vollständige Kontrolle über den Zug übernommen hat. Na dann, wisst ihr Bescheid. Also, sobald die LZB Ende. Einmal bestätigt, leuchtet der Leuchtmelder Ende und zeigt somit an, dass bestätigt wurde, dass die LZB-Überwachung bald endet. Sobald die LZB-Überwachung endet, wird der Leuchtmelder ausgehen. Sie brauchen dies nicht zu bestätigen. Die AFB wird allerdings inaktiv werden, bis Sie den V-Sollsteller in die Stellung 0 gebracht haben, was die AFB zurücksetzt. Sie können die AFB anschließend wieder anwenden. Aha. Da Sie nun in die LZB-Überwachung zurückkehren, wird es wichtig, dass Sie die Lichtsignale genauer beachten. Dieses Lichtsignal hat eine 6 unter den Lichtaspekten und zeigt Ihnen, dass Sie ab dem nächsten Hauptsignal unter 60 km pro Stunde bleiben müssen. Verlangsamen Sie nun, wie benötigt. Der Leuchtmelder Ende ist nun erloschen und das bedeutet, dass die LZB-Überwachung beendet ist und Sie sich wieder auf die traditionellen Lichtsignalsysteme verlassen müssen. Der Leuchtmelder Ü ist aus diesem Grunde ebenfalls erloschen und der Leuchtmelder B ist nun wieder an, was die Betriebsbereitschaft der LZB anzeigt. Jetzt sollten Sie den Zug bereits auf 60 km pro Stunde verlangsamt haben. Das nächste Signal mit einer 3 wird Sie dazu auffordern, die Geschwindigkeit auf 30 km pro Stunde zu reduzieren. Jetzt, da Sie außerhalb der LZB-Überwachung sind, sollten wir den AFB-V-Sollsteller in die Stellung 0 bringen. Da Sie sich einem Halt nähern, sollten Sie die AFB auch nicht neu aufschalten. Dieses Signal mit 2 gelben Lichtern zeigt Ihnen an, dass das nächste Signal auf Halt steht. Sie sollten sich also darauf vorbereiten, anzuhalten. In diesem Falle befindet sich das Halt zeigende Signal am anderen Ende des Bahnsteigs, wo Sie sowieso anhalten werden, aber es ist immer gut, über die nächsten Signalaspekte informiert zu sein. Jetzt, da Sie außerhalb der LZB-Überwachung sind, sollten wir den AFB-V-Sollsteller in die Stellung 0 bringen. Da Sie sich einem Halt nähern, sollten Sie die AFB auch nicht neu aufschalten. Auf 0. Fahren Sie in den Bahnhof ein, indem Sie Gas und Bremse wie benötigt einsetzen. Komisch. Ich soll den V-Sollsteller von der AFB 0 bringen? Tue ich das, bleibt der Zug stehen. Naja.
So, gemächlich fahren wir in den Würzburger Hauptbahnhof. Ziel erfüllt. Wunderschön. Besser kann man doch gar nicht anhalten. Sie sind erfolgreich in Würzburg angekommen. Gut gemacht. Das beschließt dieses Trainingsmodul. Bitte wiederholen Sie dieses Modul nach Belieben im Trainingszentrum, bis Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben. Wunderschön. Errungenschaft freigeschaltet. TSW 3 Frischling und TSW 3 Absolvent. Ja, das war's da wieder mit diesem Video und mit diesem kleinen Trainingsmodul. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer, der den spielt. Das bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss.